Ja, mittendrin im Geschehen. Meine Kipp ist eben alles blau. Heute splitten wir hier mal wieder ein bisschen rum in meiner Lieblingsfarbe, jawohl. Wir sind nämlich hier beim Turmkommando und es sieht gut aus bis jetzt. Ja, sind wir in Führung, jawohl. Der Krabbenpanzer kommt auch wieder zur Geltung. So muss es sein. Aber, ja, wenn man von nichts kommt, nichts, ja. Der Turm ist gesichert und ich stehe mit einem Kumpel hier auf dem Turm. Der blubbert hier ganz schön rum. Checkpoint 1 ist schon erreicht. Jetzt müssen wir noch die, ouch, die Gegner wegsplatten. Aber unser Turm ist immer noch, ja, wir sind immer noch in Führung. Jetzt wird es Zeit, ein bisschen hier cool anzufeuern. Eine Coolbombe wird gedroppt und, ja, wo ist der Turm? Hallo, wo ist der Turm? Ah, oh, jawohl. Jetzt ist der Turm in Gegnerhand. Eieieiei, jetzt wird's kritisch. Es ist nämlich noch alles drin. Es ist noch alles drin für den Gegner. Da ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. Der Grabenpanzer muss mal wieder ran. Checkpoint. Mit dem Grabenpanzer 00. Nee, Okt erledigt. Ich hab grad gedacht, da steht 007. Und Nico 19 ist auch weg vom Fenster. Noch vier Punkte. Dann ist der Turm am Ziel und dann haben wir gewonnen. Das Turmkommando wird gewonnen. Bitte, ja. Funky Monkey und Nico 19. Oh, ein Doppelkill sogar. Jawohl. Sieht richtig gut aus. So, und das war's. Und sind wir bei einem Win oder Oho. Gut, was das Einfärben angeht, hätten wir gewonnen. Aber jawohl, K.O.-Bonus 500 Punkte. Das ist ein ganz klarer Sieg für Team Blau im Turmkommando. So, dafür gönnen wir uns mal was bei Harmony. Mal ein paar Accessoires einkaufen, weil heute geht's um die Spinte. Das Turmkommando, das habe ich jetzt nur mal reingeschnitten an den Anfang, um ein bisschen mit Action anzufangen. Ihr seht ja schon, meine Haare sind ja wieder lila und nicht blau, nicht mehr blau. Das heißt, ich habe ein paar Runden vorher mal rumgesplattet, bevor ich jetzt hier in den Laden gehe und etwas in der Doku, in der Deko-Hölle, im Deko-Laden einkaufe. Ich habe ja auch jede Menge neue Titel reingekriegt und Kartenpäckchen. Die hole ich mir jetzt natürlich alle ab. Ich bin ganz ehrlich, ich weiß noch gar nicht, was man damit so richtig anfängt. Aber sie sehen toll aus. Also das muss man auf jeden Fall mal sagen. Ein Mango-Drink-Päckchen. Und ein orangener Kuscheltintenfisch, den holen wir uns natürlich. Ui, toll, viel Spaß damit. Ja, dankeschön. Gibt es noch irgendetwas, was ich brauchen könnte, weil ich möchte gleich zu meinem Spind und bei der Gelegenheit auch die anderen Spinde angucken. Hier spinnt mal die Steuerung wieder übrigens. Ja, spinnt mit zwei N, nicht mit einem N. Ich glaube, wir lassen es mal dabei. Ein bisschen Geld sparen. Das Geld brauchen wir dann Warum spricht man eigentlich immer in der Mehrzahl, wenn man so Gaming-Videos macht? Komisch. Ja. Mal gucken. Ich will ja diese neue Pose haben. Aber die ist noch nicht drin. Ja gut, die ist drin. Aber meine Wunschpose, die ist noch nicht drin. Ich glaube, die ist erst bei der Höhenkatalogstufe. Ja, Frostbeule. Ja. Gut. Dann gehen wir mal los zu den Spinden. So, blub, blub, blub. Die Spinde sind natürlich in der Lobby. Und ich distanziere mich von allem, was hier jetzt da gerade auf diesen Ding spielt. Oh, Razer. Der sitzt da ganz gechillt und gemütlich. Hi. Schöne Goggles. Ja, ich will nur ein Foto machen.
So, bitte lächeln. Halt, nein, da sind wir. So, bitte lächeln. Ein bisschen mittig machen noch. 9.04.2023 in Splatville. Willkommen bei Planlos in Splatville. Hehe. So, nochmal Klick. Das ist toll, wenn die Steuerung abhaut. Na, jetzt. Zack. Alles klar. Das war's, danke. Übrigens, als Information, es ist nicht erlaubt, auf diese Infoschilder irgendwelche Daten reinzuschreiben, mit denen man mit euch Kontakt aufnehmen kann. Das erzähle ich gleich, weil jetzt sind wir bei den Spinden und gucken uns hier mal Spinte an. Das ist unser eigener, das war meiner. Jetzt gucken wir uns mal hier ein bisschen, ui, die sehen ja richtig, zum Teil richtig schön aus, mit so Hologramm-Aufkleber. Gut, das ist meiner. Ich muss jetzt erstmal mein Stofftintenfisch einräumen. Ich war schon eine ganze Weile nicht mehr bei den Spinden. Ich muss erstmal wieder gucken, wie das geht. Na? Irgendwie muss man da... Moment. So. Irgendwie muss man doch gucken, sehen können, wo man Auswahl hat. Wo man was auswählen kann. Aha. Da ist es. So, ich stelle mich mal wieder hier daneben. So, dann kann man das hier so rein platzieren. Ja. Und die Spielphysik, die ist ja wirklich genial. Also wenn man es fallen lässt, dann fällt das wirklich so seitlich rein. So, gucken wir uns mal die Spinde an. Also das ist meiner. Der ist noch nicht allzu groß. Da ist noch nicht allzu viel drin. Ist ja auch so ein bisschen eine Lebensaufgabe für sich, da diese Spinde voll zu machen. So, ich setze mich mal wieder hin. Dann ist es gemütlicher. Hier in dem Bereich, das ist schon ein bisschen... So, splatten wir hier noch ein bisschen rum. Ja, was ich vorhin sagen wollte, ist in Splatville, also wenn man in den Straßen unterwegs ist, darf man auf diese Schilder keine Daten irgendwie reinschreiben, mit denen man Kontakt aufnehmen kann mit euch. Also keine E-Mail-Adresse, ich glaube noch nicht mal ein Freundschaftscode, wenn ich es richtig weiß, oder irgendwie den Twitter-Namen oder so. Da wird man nämlich dafür abgemahnt, das darf man nicht. Ja, cool, zu mir. So, das war's. Das nächste Mal gucken wir uns die Spinne ein bisschen genauer an. Kipsupernova, over and out.